Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin zwar niemand-xyz und heute ein neues Video, wie ihr am schnellsten oder am besten Mark 2 machen könnt. Ich zeige euch jetzt Luftunterstützung und in der Beschreibung steht dann drin, wann U-Boot-Team ist, also bei welcher Zeit. So, fangen wir an. Das erste, was ihr macht, ihr steigt mit euren Freund in das gleiche Auto ein und du als Luftunterstützung rufst Pegasus an. Pegasus musst du dann einfach ein Boot anfordern und das halt möglichst bevor du beim Avenger erreichst. In den Avenger steigst du jetzt nicht an, das ist ein großer Fehler, du lässt ihn einfach stehen und fährst mit dem Auto, mit dem ihr gefahren seid, zu dieser Spitze, wo ich gerade hinfahre. So. Dort sieht man schon, dass da ein paar Boote stehen. Ich habe Glück gehabt, wenn ihr klein Glück habt, müsst ihr halt noch einmal zurückschwimmen und das Boot holen, was ihr angefordert habt. Ihr fahrt dann genau dorthin, wo ich euch jetzt gleich zeige, mit dem Sea Shark, mit dem, keine Ahnung, mit was für ein Boot, mit einem Speedboot, mit dem irgendwas für ein Boot, ist es egal mit welchem. Hauptsache ihr kommt dahin, das ist einfach der schnellste Weg. Und ja, hier zeige ich euch nochmal auf der Karte, wo das genau ist, dass ihr euch das markieren könnt. Und dann wartet ihr, bis euer Freund rauskommt. Und fahrt dann entspannt mit ihm mit. So, ihr fahrt dann zum Auto direkt und fahrt dann mit ihm mit oder du fahrst halt, es ist egal. Und hier können sich auch ganz leicht durchs Wasser fahren, das ist egal. Am besten wäre es halt mit einem Vigilante, aber wir haben da einen X80 genommen bei dieser Mission. Und dann fahrt ihr hinten vorbei. Nicht vorne, weil sonst schießen die ganzen Helikopter auf euch. Fahrt bei der Kirche vorbei und steigt ein. Und schon seid ihr fertig. So. Das zweite, das ist jetzt U-Boot. Ihr steigt am besten in den Vigilante ein. Das ist auch bei einer anderen Basis. Wollte ich auch so zeigen. Ihr steigt in den Vigilante, Badmobil ein und fahrt einfach ganz schnell hin. Ich erspare euch jetzt das, weil das ist unnötig zu sehen. Seid ihr angekommen, steigt ihr aus und steigt in das Unterwasserauto an. So. In den Stromberg. Die Fahrt lasse ich auch, weil das ist nichts anderes, außer einfach nur zum Wegpunkt fahren. Sonst nichts. Seid ihr dann angekommen, es ist ganz wichtig, dass ihr in Ego-Perspektive geht und die Sturmschrotflinte hat. Also wäre es Vorteil, wenn ihr schon vorher die Sturmschrotflinte kauft oder irgendeine Waffe, die schnell schießen kann. Ihr rennt dann in Ego-Perspektive durch, da ihr so einfach viel schneller rennen könnt und schießt hier alle um. Hier vorne beim Eck müsst ihr extremst aufpassen, weil da rennt einfach direkt ums Eck. Ich hab die da ganz leicht bekommen. Hier stehen auch noch einmal zwei und hier ums Eck kommt auch noch einer. So. Ihr rennt einmal runter und dann links. Hier vorne steht einer hinter der Bar und einer direkt neben dir. Die holt sie am besten alle, nicht einfach nur durchwaschen. Dann geht sie noch einen Stock runter und dann geht sie diesmal geradeaus. Hier vorne müsst ihr aufpassen, weil da steht auch noch mehr. Und dann, was ihr macht, ihr bedroht die Person so lange auf den Zielen, bis auf der Karte links unten ein gelber Punkt erscheint. So, dann rennt ihr hoch und passt bei diesen Treppen auf. Da oben spawnt einer, den habe ich schon so oft bekommen. Sonst spawnt da keiner mehr, ihr könnt die Waffe aus der Hand geben und einfach schnell hochrennen. So, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.